So, es gab ein kleines Problem bei dieser Folge. Das heißt, der komplette Ton aus dieser Folge ist mal weg. Ja, das heißt, ich darf dir jetzt nachsynchronisieren. Hallo, erstmal bei Fetz, ne? Ja, ich habe aufgenommen, ganze 10 Minuten, zwei Folgen, also zwei Folgen a 10 Minuten und der Ton ist weg. Ich werde jetzt gerade im ersten Schritt, gehe ich hier nochmal raus aus dieser einen Welt, die wir abgeschlossen haben. Ja, das gucke ich da noch gerade nach, genau. Das hatte ich nämlich auch gesagt. Ja. Ich finde das sehr schade. Ich weiß nicht, warum der Ton weg ist. Mein Mikro funktioniert, der Fetz-Ton sollte eigentlich auch funktionieren und Fraps hat ihn einfach mal nicht aufgenommen. Naja, jetzt bewege ich mich in der Welt wieder zurück ins Normale, weil das hier diese, das war ja diese 8-Würfel-Welt sozusagen, die ich für 8 Würfel freigeschaltet habe, aber die habe ich jetzt ja schon abgeschlossen. Und dann geht's hier weiter und, oder ist das sogar die 8-Würfel-Welt jetzt gerade, die ich hier hab, in der ich gerade bin? Naja, auf jeden Fall mache ich da erstmal, spiele ich da ein bisschen weiter. Mein Gott, das kann lange dauern, wir sind gerade bei 1 Minute 30 und ich muss noch 9 Minuten nachsynchronisieren. Auf jeden Fall habe ich noch einen Geheimgang gefunden, das sollte man da jetzt sehen. Und dann bewege ich mich mal dahin und entdecke, dass der gar nicht so toll ist. Einfach nur, weil er mich zurückführt an einen anderen Ort, wo ein Geheimgang neben der Tür ist. Und ja, dann habe ich aber dann gesehen, dass da oben noch eine Tür ist und will dann dahin kommen, links auf dem linken Turm. Einfach nur, weil Baum halt. Naja, dann würde ich sagen, bewege ich mich da mal hin. Dann ganz langsam die Lianen hoch und dann runter und ich bin auch sehr oft gestorben in diesen beiden Parts. Ich weiß nicht wieso, aber es ist einfach vorgekommen. So, nachdem ich jetzt in diese Tür hineingegangen bin, komme ich in eine neue Welt, ist ja klar. Und da gibt es einen schönen Wasserfall, der, wie ich aussieht, so aussieht, als wenn er ein bisschen hier sich übergibt. Naja, und dann gibt es tolle Rätsel und so und das beste Rätsel ist mit der Bombe. Ich versuche Spannung aufzubauen, indem ich gestückelt rede. Auf jeden Fall habe ich nichts zu erzählen. Ich habe die ganze Folge lang so viel gelabert, aber alles weg, alles weg. Und jetzt entdecke ich, dass es auch Bomben gibt in dieser Welt, mit der ich zerstören kann. Und natürlich überlege ich mir, was ich damit wegsprengen kann. Aber da sehe ich es auch schon. Und habe es gesehen und springe es weg und gehe in eine neue Welt. In eine Welt voller... Ich will jetzt nichts verraten. Geh rein. Idiot. Achso, ich will erstmal nach ganz oben. Klar auch. Und hab da erstmal eine neue Würfelscherbe gefunden. Ich habe leider keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber jetzt bin ich nach oben gegangen, weil ich glaube ich da eine Tür gesehen hatte. Oder? Ja, ich glaube. Ne, ich bin wieder nach unten gegangen. Ja. Gehen wir halt in eine andere Welt hier. Und diese Würfelscherbe, die ganz oben ist. Weil ich hab mich dazu entschlossen, nach unten zu gehen zuerst. Die habe ich nicht bekommen, weil ich komme da jetzt irgendwie nicht mehr hin, aber ah, oder das ist so eine Tricky World, die eigentlich, wenn ich sozusagen unten, weiter nach unten gehe, komme ich oben wieder raus. Das heißt, ich habe sie vielleicht doch bekommen. Das könnte sein. Das könnte sein, dass es so gegangen ist, weil ich die ganze Zeit kam nämlich nur das Gleiche irgendwie. Hatte ich so das Gefühl, weil ich jetzt noch weiter nach unten gegangen bin gleich wahrscheinlich. Naja. Ich werde jetzt den restlichen Part einfach mal stumm verbringen. Bis dann, tschüss.